Unser Sommersemester begann ganz in der Tradition der vergangenen Jahre mit der akademischen Eröffnungsfeier und der Karlsruher Rede. Professor Dr. Norbert Lammert, Präsident des Deutschen Bundestages, sprach zum Thema Kulturstaat und Bürgergesellschaft zum Verhältnis von Politik und Kunst. Ein denkwürdiges Postulat für die Kultur und gegen sinnlose Sparaktionen, vor allem auch gegen die unsinnige Orchesterfusion beim SWR. Dass Bundestagspräsident Dr. Lammert zu uns nach Karlsruhe kam, war eine hohe Ehre und zugleich eine große Freude. Er setzte damit eine illustre Reihe von Persönlichkeiten fort, die seit 2007 die Karlsruher Rede gehalten haben. Nike Wagner, Peter Hertling, Heiner Geißler, Stefan Essel, um nur einige wenige zu nennen. Sie brachten uns allen in wunderbarer Weise mit ihren Reden eine Horizonterweiterung. Übrigens, die Karlsruher Reden 2007 bis 2013 sind soeben als Publikation der Hochschule erschienen und im Rektorat der Hochschule wie auch in der Stephanus-Buchhandlung Herrenstraße gegen eine Schutzgebühr von 10 Euro erhältlich. Dass wir die Karlsruher Reden veröffentlichen konnten, verdanken wir der großzügigen Unterstützung von Frau Dr. Ilse Völter. Nach dem großartigen Erfolg im letzten Jahr gab es auch in diesem Jahr am Muttertag wieder ein Kindermusikfest. Kinder mit ihren Familien waren eingeladen und weit über 2000 kamen zu diesem großen Fest auf Campus One Schloss Gottesaue. Unter der Leitung von Professorin Dr. Mirjam Bogasch und Professorin Andrea Rabe boten Studierende, Alumni, Dozentinnen und Dozenten aller Institute ein kunterbuntes Festprogramm für Jung und Alt. Auch für das leibliche Wohl war gesorgt und das etwas stürmische Wetter konnte die gute Laune nicht mindern. Der Karlsruher Firma DM danke ich für hilfreiche Unterstützung. Doch überhaupt, dieser Mai hatte es in sich. Wenige Tage nach dem grandiosen Kindermusikfest präsentierte unsere Hochschule zum ersten Mal Rising Stars, ein völlig neues Veranstaltungsformat, das den besten Absolventinnen und Absolventen der Solistenklassen der Musikhochschulen Freiburg, Karlsruhe und Stuttgart besondere Chancen bieten soll. Denn eingeladen wurden Medienvertreter, Musikmanager, Festivalleiter, Konzertveranstalter. In zwei Orchesterkonzerten, einem ganz außergewöhnlichen Programm mit Gesang und Tanz und in einer Matinee präsentierten sich 7 aufstrebende Künstlerinnen und Künstler und Ihnen allen wünsche ich weiterhin das Quäntchen Glück, das zum Erfolg unverzichtbar dazugehört. Die Idee zu Rising Stars wurde an der Hochschule für Musik Karlsruhe geboren. Dass die Musikhochschulen Freiburg und Stuttgart mitmachen, ist ein gutes Zeichen unserer aus dem derzeitigen hochschulpolitischen Prozess erwachsenen verstärkten Zusammenarbeit. Und dass die Sparda Bank Baden-Württemberg Rising Stars durch großzügige finanzielle Förderung möglich gemacht hat, ist ein Glück, für das ich nur von Herzen danken kann. Gleich nach diesem denkwürdigen Event kamen im Mai 2 Großmeister ihrer Kunst an die Hochschule für Musik Karlsruhe. Zum einen war der großartige Regisseur Peter Konvitschny an der Hochschule zu Gast, um mit Studierenden des Studiengangs Musiktheaterregie und des Instituts für Musiktheater in einer alle Teilnehmer aufwühlenden und bewegenden Meisterklasse zu arbeiten. Zum anderen gab der international renommierte Bariton Thomas Hampson einen Meisterkurs für Gesang und Interpretation, der Maßstäbe setzte, der Dozentenschaft wie Studierende spüren ließ, was auf internationalen Podien zu leisten ist. Zweimal im Jahr treffen sich die Rektoren von 24 deutschen Musikhochschulen zu einer Konferenz. Vom 18. bis 21. Mai 2014 war die Hochschule für Musik Karlsruhe Gastgeber dieses gemeinsamen Treffens. Es war dies eine Gelegenheit für unsere Hochschule, sich zu präsentieren, uns mit unserer Qualität und unseren Möglichkeiten bekannt zu machen. Beim festlichen Konzert aus Anlass dieser Bundesrektorenkonferenz boten Studierende und Dozenten unserer Hochschule in Anwesenheit von Frau Ministerin Bauer ein außergewöhnliches Programm, unter anderem mit dem überaus aufwühlenden Werk von Xenakis Persephassa. Beim sich anschließenden Empfang kredenzten Dozentinnen und Dozenten die Weine, servierten und halfen mit, unsere Gäste zu verwöhnen. Manch einer
rieb sich da die Augen, wie so etwas möglich sei. Doch war dies beispielhaft wie überhaupt alles in diesem, um es mit Schumann und Heine zu zitieren, wunderschönen Monat Mai. Wir tragen die Hochschule gemeinsam. Das im Besonderen macht die Qualität der Hochschule für Musik Karlsruhe aus. Das bestimmt den guten Geist an unserem Hause. Wenn die Karlsruher Innenstadt zum Freiluftkonzertsaal wird, dann weiß man mittlerweile, das ist Karlsruhe klingt, Music to go. Und manche reisen von weit her an, um dieses Event mitzuerleben. Unter der Schirmherrschaft des Oberbürgermeisters der Stadt Karlsruhe, Dr. Frank Mentrup, musizierten Studierende, Dozentinnen und Dozenten der Hochschule für Musik Karlsruhe in der City. Höhepunkt war die Baustellenbespielung durch das Schlagzeugduo Beatpop. Die beiden Virtuosen verwandelten das Ettlinger Tor in eine musikalisch attraktive Zone und ließen für einen Moment die wenig ohrenfreundlichen Baggergeräusche der Großbaustelle in den Hintergrund treten. Sie sehen, die vergangenen Monate waren voll von kreativem Schaffen, von ganz besonderen Aktivitäten und musikalischen Highlights. Ich bin stolz und dankbar, dass unsere Hochschule in dieser Weise Karlsruhe und die Region künstlerisch bereichert und im Bewusstsein aller Bürgerinnen und Bürger heute fest verankert ist. Das war nicht immer so. Dies wurde möglich durch hohe Leistung, durch Leistung über Limit aller Beteiligten. Den bei uns Studierenden allerbeste Chancen zu geben für ihr Leben, dem sind wir verpflichtet. Und dazu gehört heute viel mehr, als nur die richtigen Fingersätze oder die erforderliche Atemtechnik beizubringen. Allen Studierenden, Dozentinnen und Dozenten, allen Helferinnen und Helfern in Verwaltung, Hausdienst und technischer Abteilung danke ich von ganzem Herzen. Ohne ihr großes Engagement hätten wir ein solch erfolgreiches Sommersemester nicht geschafft. Doch im Rückblick auf alles können wir mit Stolz feststellen, wir haben uns bestens präsentiert und die Hochschule für Musik Karlsruhe wurde von allen, die zu uns kamen, in ihrer besonderen Qualität wahrgenommen, denn alle, die in diesen Wochen und Monaten unsere Gäste waren, haben uns in glücklichster Erinnerung. Nun sind noch die Aufnahmeprüfungen zum kommenden Wintersemester zu bewältigen. Hier ist angesichts von rund 1000 Bewerberinnen und Bewerbern ausdauerndes Sitz- und Hörvermögen der Kommissionsmitglieder gefordert. Und der Chefin des Prüfungsamtes, Helga Mössner, ist zu danken, dass sie entsprechend viele Akten in ganz persönlicher Handarbeit angelegt hat. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, geschätzte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Verwaltung, Hausdienst und technischer Abteilung, seien Sie alle herzlich bedankt für allen Einsatz, für Ihr Engagement. Die Hochschule für Musik Karlsruhe genießt hohe Anerkennung. Dies ist Ihr Verdienst. Ich danke dafür und wünsche allen Mitgliedern der Hochschule eine schöne, erholsame Sommerzeit.